Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit über einem Jahr werden in diesem Jahr Grundrechte eingeschränkt. Deutlich, intensiv. Und es wird hart darum gerungen, wie weit man dabei gehen kann, wie weit man dabei gehen muss. Und dass wir das nicht machen, ohne einen guten Grund zu haben, das ist allen klar. Es geht nämlich darum, Leben und Gesundheit zu schützen, Leben und Gesundheit der anderen auch zu schützen. Und dass das ein guter Grund ist, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen von gestern noch mal klargestellt. Es ist viel schon darüber gesprochen worden, aber ich will es noch mal ausdrücklich zitieren, denn das ist wirklich noch mal eine Bestätigung dessen, warum Grundrechte eingeschränkt werden. Es dient nämlich einem grundsätzlich legitimen Zweck. Der Gesetzgeber verfolgt in Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Schutzpflicht das Ziel, Leben und Gesundheit zu schützen, sowie die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend gewichtigen Gemeingut sicherzustellen. Meine Damen und Herren, ich rate Ihnen allen, das noch mal intensiv nachzulesen, denn das zeigt noch mal, um was es eigentlich geht. Genau darum geht es. Aber genauso klar, wie beschrieben ist, warum Grundrechte eingeschränkt werden können, genauso klar ist auch, wann Grundrechte eben nicht mehr eingeschränkt werden können, nämlich dann, wenn dieser gute Grund wegfällt. Meine Damen und Herren, und nachdem das RKI als wissenschaftliche Expertise eben aufgezeigt hat, dass für Geimpfte und für Genesene, also Immunisierte, diese Begründung nicht mehr trägt, weil sie eben andere nicht mehr infizieren können, zumindest in einem deutlich geringeren Maße als andere, dass sie andere nicht mehr gefährden können und auch sich selbst nicht mehr, dann fällt dieser Grund weg und dann können Grundrechte in einem Rechtsstaat auch nicht mehr eingeschränkt werden. Und deswegen ist diese Verordnung, die wir heute vorlegen, auch der ganz konsequente Schritt. Und deswegen werden in Zukunft Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene nicht mehr gelten. Und ich höre dann oft, die dürfen jetzt alles. Meine Damen und Herren, über was reden wir denn da? Wir reden darüber, dass in Zukunft Menschen, die im Pflegeheim über Monate hinweg keine Kontakte mehr hatten, alleine in ihren Zimmern essen mussten und das schmerzhaft auch gespürt haben, dass die in Zukunft wieder im Speisesaal zusammen essen können. Und worüber reden wir noch? Wir reden darüber, dass in Zukunft vielleicht am Muttertag Geimpfte ihre Mütter besuchen können und eben nicht der Besuch dann auf eine Person beschränkt ist. Darum geht es. Es geht um Geimpfte und Genesene, die in Zukunft von den Ausgangs- und von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen sind. Meine Damen und Herren, das ist ein wichtiger Schritt und das ist ein rechtsstaatliches Gebot. Und deswegen ist diese Verordnung auch dringend geboten. Geimpfte und Genesene werden in Zukunft gleichgestellt mit denjenigen, die einen Test vorlegen können beim Einkaufen, beim Friseur, eben auch, weil durch die Impfung und durch die Erkrankung und damit die Immunisierung festgestellt ist, dass sie andere kaum noch infizieren und damit gefährden können. Meine Damen und Herren, rechtsstaatliche Grundsätze, die gelten nicht nur in Normalzeiten, sondern sie müssen gerade auch in Krisenzeiten gelten. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir hier jetzt mit Leben erfüllen. Es geht darum, aufzuzeigen, wir leben in einer lebhaften Demokratie und wir leben nicht noch in einem Rechtsstaat, sondern wir leben in einem Rechtsstaat. Und dann müssen diese Grundsätze auch durchgesetzt werden. Und ich kann alle, die jetzt mit Ungeduld fragen, warum ich nicht und wann sind wir denn dran, all denen kann ich nur sagen, wir alle müssen gemeinsam mit Hochdruck daran arbeiten, dass diese Schritte in die Normalität alsbald eben nicht nur für Geimpfte und für Genesene gelten, sondern wir alle diese ersehnte Normalität wieder uns zurückerarbeiten. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Zahlen zeigen das, die Inzidenzzahlen, die Entspannung. Vielleicht ist das zu weit hergeholt, aber zumindest nicht mehr diese Überlastung auf den Intensivstationen ist ein wichtiges Signal. Und lassen Sie uns deswegen verantwortungsbewusst, aber auch unter Einhaltung aller rechtsstaatlichen Grundsätze daran arbeiten, dass wir alle zurück in die Normalität wiederfinden können. Vielen Dank. Ja, die bundesweite Inzidenz heute bei 129,1, also gefallen. Jetzt hören wir nochmal Wolfgang Kubicki. Habe ich mir einen Hinweis. Die AfD-Fraktion wird zu Top 44K eine Teilung der Frage beantragen und hat sie beantragt. Über einen Teil des Gesetzentwurfs werden wir später namentlich abstimmen. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass wir nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung noch über den Gesetzentwurf in dritter Beratung abstimmen müssen. Also Teilung der Frage ist beantragt und gut, dass das für die nachfolgenden Redner auch schon mal. Ja, das habe ich schon gesagt. Also ein bisschen zuhören wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also jedenfalls Teilung der Frage und dann namentliche Abstimmung über einen Teil
ein Teil dieser geteilten Frage. So, nächster Redner wird der Kollege Ulrich Öhme, AfD-Fraktion. Und genau, noch zuzufügen ist, dass den vollen Impfschutz nach neuesten Zahlen des RKI bisher 8,6% der Bevölkerung haben. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Wir als AfD-Fraktion fordern schon seit langem die Normalisierung der Verhältnisse und die Beendigung des Lockdowns in Deutschland. Diese Forderung kommt nicht von ungefähr, sondern beruht auf wissenschaftlichen Grundlagen, zum Beispiel der Studie von Professor Ioannidis von der Stanford University. Er gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Lockdowns keinen signifikanten Einfluss auf die Ausbreitung von Covid-19 haben. Die restriktiven Maßnahmen sind epidemiologisch sinnlos, richten aber enormen Schaden an. Die gleiche Auffassung vertritt die WHO. Wissenschaftler der Uni München haben festgestellt, dass die Corona-Welle 3 auch ohne Bundesnotbremse bereits vor Ostern ausgebremst war. Entsprechend haben deutsche Gerichte in den letzten Monaten viele Anordnungen aufgehoben, da diese keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage hatten. Mit der vorliegenden Verordnung wollen Sie geimpften oder genesenen Mitmenschen einen Teil ihrer verfassungsmäßig verbrieften Grundrechte wiedergeben. Jedoch werden Millionen anderer weiterhin diskriminiert. Für uns ist die Verordnung der Bundesregierung und der Gesetzentwurf der GroKo weitere Schritte auf dem Weg zu einer Impfpflicht durch die Hintertür. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Resolution 2361 des Europarates vom Januar 2021 einzuhalten. In dieser wird gefordert, dass in den Mitgliedstaaten keine Diskriminierung Ungeimpfter erfolgen kann. Diese Resolution wurde übrigens auch von Mitgliedern der GroKo mitgetragen. Meine Damen und Herren, Resolutionen des Europarates haben nicht nur Gültigkeit bei Sanktionen gegen andere Staaten, sondern auch für die Demokratie in unserem Land. Ich fordere die Bundesregierung daher auf, geben Sie uns die Grundrechte zurück. In Ihrer Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung schreiben Sie, dass es sich bei den vorgesehenen Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen nicht um Sonderrechte oder Privilegien handeln würde. Stattdessen nennt sie es, ich zitiere, die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe. Faktisch wird damit das Grundgesetz zu einem Privileg, denn das darin verbriefte Recht gilt eben nicht mehr grundsätzlich für jeden hierzulande. Sie teilen die Bevölkerung in zwei Gruppen. Doch auch die Geimpften und Genesenen können ihren Privilegien nicht sicher sein, denn sie operieren auch hier mit Hintertürchen. So gäbe es, ich zitiere, besorgniserregende Virusvarianten, nicht weiter genannte zusätzliche Gründe, sowie besondere Regelungen, die dazu führen können, diese Freiheiten wieder zu kassieren. Hören Sie auf, die Menschen zu verängstigen und gegeneinander auszuspielen. In den öffentlichen Anhörungen der letzten Wochen konnten wir im Gesundheitsausschuss, aber auch im Unterausschuss Pandemie hören, dass Wissenschaftler die Ansteckungsgefahr im Freien als äußerst gering einschätzen. Beenden Sie daher die unsägliche Maskenpflicht im Freien. Öffnen Sie die Spielplätze für unsere Kleinsten, die Biergärten und Gaststätten im Außenbereich. Lassen Sie uns Sport ohne Gängelei treiben. Und hören Sie endlich auf, die Freiheit zu ersticken. Geben Sie wieder den Menschen Luft zum Atmen. Liebe Bundesregierung, liebe GroKo, ich weiß, dass es schwer ist, bei großen Herausforderungen die richtige Strategie zu finden. Daher gebe ich Ihnen einen Ratschlag. Orientieren Sie sich an der Realität. Berücksichtigen Sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wahren Sie Ihr Gesicht und gestehen Sie den Menschen und sich selbst ein, dass Sie sich geirrt haben. Beenden Sie den Lockdown und damit alle verbundenen Grundrechtseinschränkungen. Wissen Sie, ich werde bei den Zuständen hier daran erinnert, was 1989 passiert ist. Das Zentralkomitee der SED hat damals auch nicht gemerkt, dass es vorbei ist. Denn sie wollten es nicht merken, auch dann nicht, als viele Menschen auf den Straßen waren. Ihnen wird es wie dieser sozialistischen Riege ergehen, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Öhme. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Frey, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Öhme, wenn man Ihrem wirren Vortrag zugehört hat, dann ist man wirklich versucht, verfassungsrechtliche Nachhilfe zu geben. Es ist unglaublich, was Sie hier vorgetragen haben, denn es ist doch keineswegs so, dass die Grundrechte, die wir in unserem Grundgesetz stehen haben, alle gleichzeitig unbeschränkt gelten können. Darüber hinaus steht in den Grundrechten drin, dass sie durch Gesetz eingeschränkt werden können. Und ein letztes: Sprechen Sie, wenn Sie darüber sprechen, bitte nicht nur über die Grundrechte, die in Form von Schutzmaßnahmen eingeschränkt werden müssen. Sprechen Sie auch darüber, warum wir dieses Grundrecht einschränken. Wir schränken es deshalb ein, um ein anderes zur Geltung zu bringen, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darum geht es. Und Sie können nicht die gesundheitlichen Folgen dieser Pandemie einfach ausblenden, weil es schöner wäre ohne Schutzmaßnahmen. Ja, es wäre schöner ohne Schutzmaßnahmen, aber das Leben ist nicht so, wie man es sich wünscht, sondern wir haben hier Herausforderungen in Verantwortung vor der Bevölkerung zu treffen, und das tun wir. Das sollten Sie nicht diskreditieren. Herr Kollege Frey, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch? Ja. Ja, es gehört zum Parlamentarismus dazu. Und zur Nachhilfe. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage genehmigen. Welchen Effekt hat es auf die Grundrechte der anderen, wenn ich um 22 Uhr alleine auf die Straße gehe? Welchen Effekt hat das zum Schutz der Grundrechte anderer Menschen? Können Sie begründen, warum ich nicht mehr auf die Straße gehen darf und alle anderen auch nicht? Frau von Storch, wenn Sie das möchten, dann mache ich das gerne noch mal. Aber ich war selbst an so vielen Debatten hier im Haus beteiligt, wo das von unterschiedlichen Kollegen gemacht wurde. Und dabei ist immer darauf hingewiesen worden, es geht bei einem diffusen Infektionsgeschehen nicht um eine einzelne Maßnahme. Es geht nicht nur um eine Ausgangsbeschränkung, sondern es geht um die Summe der Maßnahmen, die wir zum Schutz der Bevölkerung getroffen haben. Und diese Summe, die hilft, ein diffuses Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Es nutzt doch nichts, Frau von Storch, wenn der Herr Öhme das bestreitet. Fakt ist, vor 2 Wochen haben wir hier das 4. Bevölkerungsschutzgesetz gemacht mit der Bundesnotbremse. Wir haben heute eine 7-Tages-Inzidenz von 129. Vor 10 Tagen waren es noch 169. Man kann natürlich alles abstreiten, aber das sind die positiven Folgen dieses Gesetzes. Und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Heute ist in der Tat ein Tag der Hoffnung und der Freude, weil wir 460 Tage, nachdem das erste Mal nach einem Covid-19-Ausbruch in Deutschland berichtet worden ist, wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Und vor 2 Wochen, ich habe vorhin das 4. Bevölkerungsschutzgesetz angesprochen, da ist doch hier im Hause auch von unterschiedlichen Seiten beklagt worden, dass es keinen Impfturbo gäbe. Ja, das sehen wir heute doch auch. 30,6% der Bevölkerung hat heute eine Erstimpfung. Gestern war ein weiterer Tag mit über 1 Million Impfungen. Wenn das kein Impfturbo ist, dann weiß ich auch nicht, was Sie darunter verstehen. Und das verschafft uns das Licht am Ende des Tunnels. Und deswegen werden wir jetzt alles Notwendige tun, um diesen Impferfolg nicht zu gefährden, sondern dafür zu sorgen, dass wir auch die letzten Meter dieser Pandemie noch gut bewältigen können. Herr Kollege Frey, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Linke. Bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Frey. Sie haben eben von einem Tag der Hoffnung gesprochen. Und ich habe eine sachliche Frage zum § 6 der Ausnahmeverordnung. Dort geht es um die Regelungen für den Sport und die Beschränkung bei der Ausübung des Sports. Und die Formulierung, die dort gefunden ist, ist allerdings aus meiner Sicht unklar. Und deshalb würde ich Sie gerne fragen, dürfen nach dieser Verordnung, wenn sie dann beschlossen wird, dürfen nach dieser Verordnung vollständig Geimpfte und Genesene zumindest im Freien wieder uneingeschränkt Sport treiben? Dann sollte man das zumindest sagen. Sollte es nicht so sein, dann wäre ich Ihnen für eine Begründung dankbar. Der Gesetzestext bzw. der Verordnungstext ist in dieser Frage nicht eindeutig. Und viele warten auf ein entsprechendes Signal. Das wäre dann auch ein Zeichen der Hoffnung.
Also zunächst einmal, Herr Kollege Hahn, ist es so, dass wir mit dieser Verordnung, beziehungsweise die Bundesregierung tut es ja, wir stimmen der heute nur zu, dass man mit dieser Verordnung den ersten Schritt auf dem Weg geht, dass Ausnahmen von Schutzmaßnahmen und Erleichterungen den Geimpften und Genesenen gegeben werden können. Und da geht es um die Quarantäne, da geht es um die Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktbeschränkungen, da geht es darum, dass man die Getesteten den Geimpften gleichstellt oder umgekehrt. Und es geht um den Bereich des Sports in Paragraphen 6, den Sie angesprochen haben. Im Grunde genommen ist es so, dass wir bei den Regelungen, die wir in Paragraphen 28b zum Sport getroffen haben, das heißt zum Individualsport im Freien, deutlich machen, dass dieser Sport möglich ist, wenn es sich um Geimpfte oder Genesene handelt. Damit ist diese Regelung aus meiner Sicht sehr klar. Und das ist der erste Schritt auf dem Weg in die Hoffnung. Und es werden weitere Schritte folgen, Herr Hahn. Und das muss man, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle auch ganz deutlich sagen. Ja, es ist der erste Schritt. Und wir haben diesen Spagat zu gehen. Einerseits diese Pandemie zu bewältigen und auf der anderen Seite, die Frau Justizministerin hat es sehr deutlich in ihrer Rede gesagt, dafür zu sorgen, dass bei denen, wo es keine Rechtfertigung für die Einschränkung von Grundrechten gibt, auch dafür zu sorgen, dass sie diese Grundrechte wahrnehmen können. Und jetzt ist es so, dass wenn man sich das mal anschaut, welche Grundrechte werden denn eingeschränkt, nicht in allen Fällen werden diese Beschränkungen aufgehoben mit dieser Verordnung. Das ist klar. Es gibt leichte Beschränkungen wie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, der Abstandsregeln, der Hygiene- und Schutzkonzepte. Das werden wir auch den Geimpften zukünftig zumuten müssen, damit wir zum Schutz derer, die nicht geimpft werden können oder auch nicht geimpft werden wollen, auch die Pandemie gut bewältigen können. Aber es gibt auch andere Einschränkungen, beispielsweise im Bereich der Berufsfreiheit, die wir ja mit dieser Verordnung auch nicht aufheben. Und deswegen wird es weitere Schritte auf diesem Weg geben müssen. Und es wird sie auch geben. Und ein wichtiges Mitglied dieses Hauses hat heute Morgen in einer Zeitung die Frage gestellt, warum hat man das denn nicht vor zwei Wochen im Gesetz, im Infektionsschutzgesetz geregelt? Warum haben wir in Paragraphen 28c des Infektionsschutzgesetzes eine Verordnungsermächtigung gemacht? Diese Frage kann man klar beantworten, weil wir Flexibilität brauchen, weil wir Antworten brauchen, falls es schwierige Virusmutationen gibt, die unter Umständen von Impfstoffen nicht umfasst sind. Und weil der weitere Impffortschritt auch dafür sorgen wird, dass wir tatsächlich in weiteren Bereichen Erleichterungen und Ausnahmen machen können. Und deswegen werden wir uns schon sehr bald wieder mit dieser Frage zu beschäftigen haben. Herzlichen Dank. Der Thorsten Frey, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, hat es noch mal ganz klar gesagt. Auch mit dieser Verordnung fallen nicht alle Einschränkungen, beispielsweise das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, hat er ja genannt. Das bleibt nach wie vor bestehen. Ja, und in der Verordnung steht auch, dass ja mindestens 14 Tage vergangen sein müssen nach der zweiten beziehungsweise der letzten Impfung, wenn man dann bis man dann sozusagen wirklich als vollständig geimpft gilt und dann eben Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wegfallen. Kolleginnen und Kollegen, seit März wissen wir vom Robert-Koch-Institut, dass von immunisierten Personen kein nennenswertes Infektionsrisiko mehr ausgeht. Und trotzdem wurde von Ihnen mit der Bundesnotbremse, Herr Frey, ein Gesetz verabschiedet, in dem die Rückgabe der Grundrechte gar nicht vorkommt. Ihre Begründung eben hat mich überhaupt nicht überzeugt. Denn es ist bezeichnend für Ihre Politik, dass Sie bei den grundrechtseinschränkenden Maßnahmen sehr schnell sind. Bei der Frage der Rückgabe von Grundrechten an Genesene und Geimpfte lassen Sie sich leider sehr viel mehr Zeit. Meine Damen und Herren, Grundrechte hat man von Geburt an, und zwar auch und gerade in Pandemiezeiten. Da haben Sie völlig recht, Frau Ministerin Lambrecht. Wir haben zur Bundesnotbremse einen Änderungsantrag eingebracht, der die Rückgabe der Grundrechte verfassungskonform und umfassend geregelt hätte. Den haben Sie aber leider abgelehnt, meine Damen und Herren. Und Sie haben jetzt auf eine Rechtsverordnung verwiesen, das müssen wir auch mal klarstellen, die eigentlich erst am 28. Mai
hätte in Kraft treten sollen. Jetzt haben Sie aber Angst bekommen, dass Ihnen das Bundesverfassungsgericht zuvorkommt. Und dann muss man ja auch mal feststellen, das hat die Verfassungsbeschwerde unter anderem der FDP-Bundestagsabgeordneten zumindest schon mal bewirkt. Sie sind aufgewacht und haben auf schnellerem Wege als ursprünglich geplant diese Rechtsverordnung hier vorgelegt. Die führt jetzt richtigerweise zu mehr Freiheit, und das begrüßen wir ganz ausdrücklich. Aber sie geht uns längst nicht weit genug. Denn Freiheiten für Geimpfte und Genesene werden nicht scheibchenweise zugeteilt, Frau Ministerin Lambrecht. Es gibt keinen ersten und zweiten Schritt, Herr Frei. Freiheitsrechte gibt es nur als Ganzes, meine Damen und Herren. Und es ist auch nicht nachvollziehbar, dass wesentliche Freiheitsbeschränkungen gegenüber Genesenen weiterhin gelten sollen. Die Verordnung klammert vollständig die Öffnung von Gaststätten, von Hotels, von Freizeit- und Kultureinrichtungen, von Sport- und Fitnessstudios für Genesene und Geimpfte aus. Es ist kein Grund ersichtlich, warum Geimpfte und Genesene nicht gemeinsam Mannschaftssport betreiben können, meine Damen und Herren. Es ist auch nicht ersichtlich, warum der Gastronom, der selbst geimpft ist, sein Lokal nicht für Genesene und Geimpfte öffnen kann. Unser Grundgesetz schützt in Artikel 12 auch die Berufsfreiheit. Und da reicht es auch nicht aus, dass Sie eventuell irgendwann mal in einem zweiten Schritt das Problem lösen. Sie wollen doch hier nur eine Neiddebatte verhindern, denn die Vermeidung von Neid ist aber kein verfassungsrechtliches Gut, meine Damen und Herren. Wir enthalten uns hier, weil wir zwar diese kleine Rückgabe von Freiheiten sehr begrüßen. Freiheiten gibt es aber nicht scheibchenweise, sondern nur als Ganzes. Und genau das ist Inhalt unseres Entschließungsantrages. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, die FDP wird sich bei der Abstimmung über diese Verordnung also enthalten. Das wurde gestern auch schon angekündigt. Christina Aschenberg-Duknus hat das jetzt noch einmal bekräftigt für die Liberalen. Und zudem werden sie hier über einen Entschließungsantrag vorlegen, in dem noch mal das formuliert ist, was eben der FDP nicht weit genug geht. Beispielsweise, dass es auch für Geimpfte keinen Mannschaftssport geben soll oder auch die Öffnung der Gaststätten und Hotels ist ein Thema bei der Linken, bei der FDP in diesem Entschließungsantrag. Jetzt kommt aber die Linke zu Wort in Person von Susanne Ferschel. Entfällt dieser, sind sie selbstverständlich wieder zu gewähren. Es ist also folgerichtig, für Geimpfte und Genesene einige Beschränkungen wieder zurückzunehmen. Und deswegen stimmen wir Ihrer Rechtsverordnung auch zu. Aber es ist Ihre Aufgabe als Bundesregierung, die Freiheitsrechte für alle Bürgerinnen und Bürger wiederherzustellen. Dieser permanente Jojo-Lockdown macht die Menschen mürbe. Brücken-Lockdown, Bundesnotbremse und heute nun die Ausnahmeverordnung. Alles im Hauruck-Verfahren. Und Kanzlerkandidat Laschet hofft wahrscheinlich immer noch auf schönes Wetter. Aber weder mit Hauruck-Verfahren noch mit dem Prinzip Hoffnung besiegt man eine Pandemie. Dafür braucht es einen Plan. Und ich will Ihnen drei Punkte nennen, die uns wichtig sind. Erstens, ein schnelles Impfangebot für alle. Hätten Sie, so wie von uns gefordert, die Patente freigegeben, wäre schon lange mehr Impfstoff zur Verfügung und wären deutlich mehr als die 8% bislang geimpft. Selbst die USA fordern mittlerweile die Freigabe der Patente. Besonders Menschen in zu kleinen Wohnungen, die jeden Tag in überfüllten Öffis zur Arbeit müssen und nicht im Homeoffice bleiben können, stecken sich häufig an. Die sind im Übrigen besonders stark von den Einschränkungen betroffen. Denn es macht einen Unterschied für eine vierköpfige Familie in einer Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und Garten von einer Ausgangssperre betroffen zu sein, als in der Villa in Dahlem mit 1.300 Quadratmeter Grund. Nehmen Sie die Menschen in prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Blick und machen Sie diesen ein schnelles Impfangebot. Der zweite Punkt. Werden Sie konsequent. Während Sie allen bis in die Wohnzimmer hinein Vorschriften machen, haben Sie bislang die Wirtschaft mit Glacé-Handschuhen angepackt. Es ist doch unglaublich, dass Amazon-Beschäftigten verboten wird, FFP2-Masken zu tragen. Nehmen Sie endlich die Unternehmen stärker in die Pflicht und bestrafen Verstöße beim Arbeitsschutz konsequent. Und der dritte und letzte Punkt.
wir brauchen eine andere politische Weichenstellung. Die Anfälligkeit für das Virus ist das Ergebnis einer Politik, die seit 3 Jahrzehnten betriebswirtschaftliche Kriterien anwendet und nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche auf Profit getrimmt hat. Die Konsequenz? Überfüllte Busse und Bahnen, Kinder, die nicht beschult werden können, Pflegekräfte, die am Limit sind und Gesundheitsämter, die völlig überlastet sind und so weiter und so weiter. Jetzt muss in die Bereiche investiert werden, die dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Statt Solidarität zu predigen, ist das die Solidarität, die Sie der Bevölkerung schulden. Vielen Dank. Susanne Ferschel war das für die Linksfraktion, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Also die Linke wird hier der Verordnung zustimmen, weil sie in die richtige Richtung geht. Auch einige Bundesländer haben ja diese Verordnung nicht abgewartet, sondern haben Teile der Regelung bereits umgesetzt und Geimpften etwa negativ Getesteten gleichgestellt. Aber heute soll das Ganze auch bundesweit auf den Weg gebracht werden. Manuela Rottmann für die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir bekräftigen heute einen Verfassungsgrundsatz, eine verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeit, und zwar leider nur per Verordnung. Sobald tiefe Grundrechtseingriffe im Einzelfall niemanden mehr nützen, müssen sie gegenüber diesen Personen sofort aufgehoben werden. Wir sind nach wie vor in einer kritischen Situation. Die Belastung in den Intensivstationen ist immer noch viel zu hoch. Und deswegen müssen wir auch eine klare Sprache sprechen. Heute werden nicht etwa die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte aufgehoben, sondern Kontaktbeschränkungen unter vollständig Geimpften. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir wissen aber, dass Geimpfte selbst in den seltenen Fällen einer erneuten Infektion keine schweren Verläufe mehr durchleiden müssen. Deswegen nützt es niemandem, wenn sie sich untereinander weiterhin nicht mehr treffen dürften, auch nicht den überlasteten Beschäftigten auf den Intensivstationen, die übrigens selbst, und das freut mich, wenn sie es wollten, zu der Gruppe derjenigen gehören, die bereits geschützt sind. Man kann im Verfassungsrecht über vieles streiten. Darüber, dass diese Beschränkungen aufgehoben werden müssen, kann man nicht streiten. Das ist etwa so, als ob man in Frage stellen würde, ob 1 und 1 2 ergibt. Die Art und Weise, wie Politikerinnen und Politiker der Koalition diese Debatte aber angefangen haben, war für mich einer der Tiefpunkte der letzten Monate. Angefangen beim notorischen Horst Seehofer, dessen abwegige Argumentation ich hier überhaupt nicht wiederholen will, in der Weihnachtspause dann die Meldung, Rechtspolitiker von Union und SPD prüfen ein gesetzliches Verbot von Sonderrechten für Menschen mit Corona-Impfung. Und im Januar warnt die Bundeskanzlerin vor angeblichen doppelten Privilegien für Geimpfte. Damit schürt man Neiddebatten, und das ist das Letzte, was diese Gesellschaft gerade braucht. Weder von der Bundesjustizministerin noch vom Bundesgesundheitsminister war da eine klare Ansage zu hören. Im Gegenteil, Jens Spahn hat erst mal den Ethikrat mit dieser Frage beschäftigt, als ob es da irgendetwas zu prüfen gäbe. Der Ethikrat ist gut und sinnvoll für viele Dinge. Aber wenn ein Bundesminister eine verfassungsrechtlich glasklare Frage zur Disposition stellt, dann stellt sich mir eine andere Frage, ob er seinen verfassungsrechtlichen Kompass während der Pandemie verloren hat oder ob er je einen hatte. 1 und 1 ist 2. Und damit muss man nicht den Ethikrat beschäftigen. Sie hätten Besseres zu tun gehabt. Wir hätten mit Beginn der Impfkampagne eine einfache, fälschungssichere Dokumentation haben müssen. Heute haben wir 24 Millionen Menschen, die in Deutschland geimpft sind. Wir haben diese Dokumentation immer noch nicht. Verfassungsrecht ist das Grundgerüst des Vertrauens in dieser Gesellschaft. Und es darf auch während einer Pandemie nicht beschädigt werden, denn wir brauchen dieses Vertrauen auch in der nächsten Krise. Es ist gut, dass wir nach diesen Irrungen und Wirrungen heute den Menschen das Vertrauen zurückgeben können. Dieses ist ein freiheitliches Land. Wir brauchen Solidarität, aber wir erwarten keine Schikanen. Manuela Rottmann war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da passen doch noch mal die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut heute. Also die Impfquote steigt. In Deutschland haben
30,6% der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Den vollen Impfschutz erhielten bislang allerdings nur 8,6% der Bevölkerung. Aber die Zahlen, das ist schon angesprochen worden, es geht voran. Alleine gestern wurden 1,1 Millionen Menschen geimpft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Gesetz beschließen wir nichts weniger als den Einstieg in die Rückkehr zur Normalität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es stecken sich immer weniger Menschen an, die Infektionszahlen gehen zurück und alle Experten sagen, dass die dritte Welle gebrochen ist. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir nicht mehr notwendige Beschränkungen aufheben. Und das machen wir mit diesen Regelungen hier. Wir haben sehr schnell die Grundrechte der Bürger ganz erheblich beschränkt. Zum Gesundheitsschutz, das war gerechtfertigt. Aber genauso schnell müssen wir jetzt sein, diese Beschränkungen, die wir nicht mehr benötigen, dann auch wieder aufzuheben. Wir haben den Bürgern viel zugemutet, ja, aber das hat Wirkung gezeigt. Und das war auch der Grund, dass das Verfassungsgericht gestern die Eilanträge zurückgewiesen hat. Wenn Bürgerinnen und Bürger das Virus nicht mehr übertragen können, dann stellen sie keine Gefahr mehr dar für andere und auch nicht für sich selbst. Und deswegen können wir hier diese Beschränkungen aufheben für die Geimpften und für die Genesenen. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Ausgangssperren, die Kontaktbeschränkungen und auch die Quarantänepflichten jetzt aufheben und dass wir dafür sorgen mit diesen Regelungen, dass negativ getestete bestimmte Einrichtungen, also wenn Sie in den Zoo möchten oder wenn Sie zum Friseur möchten, dass dann Geimpfte und Genesene genauso wie negativ getestete behandelt werden und Genesene und Geimpfte keinen Test benötigen. Auch das ist ein ganz wichtiger Schritt zurück zur Normalität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das wird zu Ungleichbehandlungen führen, aber wir müssen doch sehen, dass das nur für einen überschaubaren, kurzen Zeitraum sein wird. Ich hoffe, für wenige Wochen. Viele Bundesländer sind dabei, die Impfpriorisierung aufzuheben. Es ist zu lesen für AstraZeneca, auch für ganz Deutschland in absehbarer Zeit. Also dieser Zeitraum, wo wir die Ungleichbehandlung haben, der wird überschaubar sein. Und ganz nebenbei gesagt, ich finde, es muss auch einen Anreiz geben, sich impfen zu lassen. Denn ich glaube, dass wir in wenigen Wochen schon nicht mehr das Problem haben werden, zu wenig Impfstoff zu haben, sondern ich fürchte, es wird das Problem geben, dass es zu wenig Bürger gibt, die sich impfen lassen wollen. Und das kann es dann auch nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, oft ist der Vorwurf zu hören, es sei ungerecht, dass jetzt gerade die Älteren mehr Dinge tun dürfen, obwohl sie ja auch schon zuerst geimpft wurden. Da ist zu sagen, dass wir ganz genau die Familien und die Kinder im Blick haben. Wir wissen, dass die Kinder und die Familien, die Jugendlichen im Moment am meisten unter der Pandemie zu leiden haben. Und gerade deshalb war es so wichtig, dass das Kabinett gestern 2 Milliarden zur Verfügung gestellt hat für das Aufholpaket, dass wir den Kinderbonus beschlossen haben, um zumindest ein Stück weit die Eltern finanziell zu unterstützen. Es ist eine gute Nachricht, dass die 12-Jährigen sich bald impfen lassen werden und auch, dass wir von der Notbremse eine Ausnahme für kleinere Gruppen von Kindern zugelassen haben, dass die sich treffen können, dass die sich austoben können. Das war auch ganz wichtig. Also Herr Kollege, ganz klar, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Stretmanns aus der Fraktion Die Linke. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Die Frage knüpft an das an, was der Kollege Hahn eben schon gefragt hat. Einfach nur zur Klarstellung für alle und zur Beruhigung, auch für mich selber, da ich immer noch gerne auch mit Ihnen zusammen Fußball spiele. Dürfen Genesene und Geimpfte demnächst diesen Mannschaftssport oder auch andere Mannschaftssportarten wieder ausüben? Also das ergibt sich aus § 6, dass der Sport wieder ausgeübt werden kann, unabhängig von der Regelung des 28b von Geimpften und Genesenen. Und ich freue mich, bald wieder mit dir, lieber Friedrich, kicken zu können. Beide geimpft? Noch nicht, aber das Training haben wir nötig. Ich hoffe, wir sind. Wenn wir geimpft sind, machen wir das, Friedrich. Natürlich stellt sich dann die Frage, zu Recht von der FDP, wenn ein Wirt geimpft ist, wenn ein Kellner geimpft ist und wenn die Gäste geimpft sind, wo ist dann noch die Ansteckungsgefahr? Und deswegen ist richtig, dass der nächste Schritt schon sein wird, auch Handel und Gastronomie und auch den Tourismus zu öffnen. Aber wir sind jetzt erstmal bei der persönlichen Lebensführung, bei den unmittelbaren persönlichen Lebensumständen. Und für die lassen Sie uns erstmal diesen ersten Schritt gehen und dort die
Beschränkungen wieder zurücknehmen. Also, wir sind froh, die SPD hat hier Tempo gemacht, dass wir in dieser Woche den Bundesrat erreichen. Und ich hoffe, dass möglichst viele hier auch zustimmen. Wir wollen den Bürgern die Grundrechte wieder zurückgeben. Es geht nicht, dass Menschen, von denen keine Gefahren mehr ausgehen, weiterhin Beschränkungen unterliegen. Und lassen Sie mich zum Schluss auch noch einen Satz sagen, weil wir, wie ich finde, ein Jahrhunderturteil des Bundesverfassungsgerichts hatten zum Klimaschutz. Lassen Sie uns mit der gleichen Energie, wie wir die Corona-Pandemie bekämpfen, mit der gleichen Entschlossenheit auch gegen den Klimawandel vorgehen. Das ist vielleicht noch die größere Bedrohung für unsere Gesellschaft. Vielen Dank. Johannes Fechner war das, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und das Thema Klimaschutz übrigens und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das wird den Bundestag auch morgen nochmal beschäftigen, unter anderem in einer Aktuellen Stunde morgen am Nachmittag. Also das dann morgen Thema. Jetzt bleiben wir aber weiter bei der Verordnung, über die gleich abgestimmt werden soll. Hören jetzt Jan-Marco Lutschak für die Union. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, also liebe Frau Kollegin Rottmann, Sie wissen ja, ich schätze Sie sehr, aber bei Ihrer Rede ist doch ein bisschen etwas verrutscht. Wenn Sie dem Minister Spahn vorwerfen, sein verfassungsrechtlicher Kompass sei verrutscht, wenn Sie ja behaupten, wir würden die Bürger schikanieren, dann muss ich mich doch fragen, wo Sie hier gerade geredet haben. Sie haben hier im Deutschen Bundestag geredet und nicht auf einer grünen Nominierungsveranstaltung. Da ist doch einiges daneben gegangen, liebe Frau Kollegin. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Schutzmaßnahmen, die wir in den letzten 14 Monaten getroffen haben, dass die einschneidend waren, dass viele Menschen auch darunter gelitten haben. Natürlich war uns das klar und das war auch eine Zumutung an vielen Stellen. Aber ich sage genauso, es war richtig, dass wir diese Schutzmaßnahmen getroffen haben, weil wir entschlossen das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen mussten. Und das ist uns gelungen. Das ist uns gelungen und es war wichtig, dass wir das gemacht haben, weil es auch eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit war, nämlich unserer grundrechtlichen Schutzpflicht zu entsprechen, nämlich das Leben, die Gesundheit von vielen Menschen zu schützen. Und genauso notwendig, genauso verfassungsrechtlich notwendig, wie es war, diese Schutzmaßnahmen zu ergreifen, genauso verfassungsrechtlich notwendig ist es jetzt auch, die Freiheiten zurückzugeben. Wenn Menschen nicht mehr infektiös sind, weil sie genesen sind, weil sie geimpft sind, dann gibt es für Freiheitsbeschränkungen keinerlei Rechtfertigung mehr. Und deswegen war uns als Unionsfraktion, auch die SPD, uns war es wichtig, dass wir das schnell machen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich überhaupt gar kein Verständnis, wenn jetzt hier von der Linken kritisiert wird, das sei irgendwie ein Hauruck-Verfahren, gleichzeitig Sie aber alles freigeben wollen. Ja, was wollen Sie denn? Sie müssen sich nur mal entscheiden. Wollen Sie schnell den Menschen ihre Freiheiten zurückgeben oder wollen Sie das kritisieren? Das kann nicht sein, das ist widersprüchlich, so wie Sie hier argumentieren. Und deswegen will ich auch noch sagen, Impfneid, weil auch das hier angesprochen, da muss ich auch sagen, das ist wirklich fehl am Platz. Es geht hier um die Wiederherstellung grundrechtlicher Freiheiten. Es geht nicht um Sonderrechte, es geht nicht um Privilegien. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht auch ein wirklich verfassungsrechtlich verfehltes Gleichheitsverständnis, wenn man jetzt Rücksicht nehmen würde auf Nichtgeimpfte und das hinauszögern würde. Kein Nicht-Geimpfter hat irgendetwas davon, wenn wir Menschen, die geimpft werden, ihre Freiheit vorenthalten. Und deswegen war es richtig, dass wir hier gemeinsam aufs Tempo gedrückt haben. Und ich will noch einen Punkt erwähnen, weil die FDP ja so gesagt hat, wir müssen jetzt alles freigeben. Für alle, ganz egal was. Da will ich auch schon deutlich widersprechen. Natürlich ist es so, dass uns die wissenschaftlichen Studien sagen, dass Geimpfte weniger Infektionsgefahr haben. Weniger. 80%, das ist etwa die Runde. Das heißt aber, es gibt auch ein Restrisiko. Und deswegen muss man schon sehen, wenn wir alles zulassen, bei immer noch hohen Inzidenzen, Kollege Frey hat richtigerweise darauf hingewiesen, 129 sind wir jetzt, wir sind deutlich runtergekommen, aber wir sind immer noch bei 129. Wenn wir jetzt alles öffnen, dann müssen wir auch der Gefahr ins Auge sehen, dass sich dieses Restrisiko realisiert. Und gerade wenn es um Gastronomie, wenn es um geschlossene Räume geht, dann ist dieses Risiko nach wie vor da. Und deswegen muss es doch jetzt unser Anliegen sein, die Inzidenzen weiter runterzukriegen. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn das gelungen ist, dann bin ich sofort bei Ihnen, wenn wir wieder unter die 100 gekommen sind, dass wir dann auch weitere Öffnungsschritte machen bei Kunst und Kultur im Einzelhandel und auch bei der Gastronomie. Das wollen wir machen, aber noch nicht jetzt. Jetzt geht es erstmal um die grundrechtssensiblen Bereiche und das machen wir heute. Und da bitte ich auch hier um Zustimmung. Dankeschön. Jan-Marco Lutschak war das, Dank, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Und jetzt haben wir noch einen Redner hier zum Abschluss dieser Debatte, bevor dann abgestimmt wird über die Verordnung und auch übrigens noch über
einen weiteren Gesetzentwurf, aber dazu gleich mehr. Wir hören jetzt als letzten Redner Stefan Stracke für die Union. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Geimpfte und von Corona Genesene werden befreit von Testpflicht, Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen und Quarantäne. Das ist der Kern der vorliegenden Verordnung. Und das machen wir, weil Geimpfte und Genesene keine relevante Gefahr mehr für sich und andere sind. Deshalb ist Impfen so wichtig. Impfen rettet Leben, es schützt und ist der Schlüssel raus aus der Pandemie. Und wir kommen beim Impfen spürbar voran. Über 30% unserer Bevölkerung ist das erste Mal geimpft. Das sind fast 25,5 Millionen Menschen. Über 7 Millionen sind bereits vollständig geimpft. Aktuell werden im Wochenschnitt jede Sekunde fast 8 Personen geimpft. Jede Sekunde fast 8 Personen geimpft. Das ist doch ein großartiger Erfolg, den wir gemeinsam hinbekommen haben. Und deswegen gehen wir diese Schritte und gefährden auch nicht diesen großartigen Impferfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen Tag für Tag spürbar voran, und das macht auch hoffnungsvoll für den Sommer. Und ich sage ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter und die Ärzte in den Impfzentren, an die Hausärzte und Fachärzte. Das, was Sie leisten, ist ein wesentlicher Beitrag zu diesem Impferfolg. Danke. Impfen ist der Weg zurück zur Normalität, und wir machen jetzt einen ersten wichtigen Schritt. Weitere werden folgen, und es ist gut, dass die Länder bei einer Inzidenz von unter 100 weitere Öffnungsschritte gehen können und dies auch tun. Testen und Impfen macht den Unterschied. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Änderungsgesetz stellen wir den Versorgungsanspruch bei einem Impfschaden durch eine Covid-19-Schutzimpfung klar. Wir schaffen Rechtssicherheit, insbesondere in Fällen, in denen ein Impfstoff im Einzelfall abweichend von den Empfehlungen der Länder, zum Beispiel für andere Altersgruppen, eingesetzt wird. Und wir ziehen auch Regeln zum Wechselunterricht und zu Ausnahmemöglichkeiten von untersagten Präsenzunterricht glatt. Dies ist unter anderem wichtig für Hochschulen, für berufsbildende Schulen. Jetzt kann praktischer Unterricht zum Beispiel in Laboren, in Krankenhäusern zweifelsfreier gestattet werden. Und Aus- und Fortbildung von Polizisten, Rettungsdienstkräften und Feuerwehrleuten können auch im Präsenzunterricht durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist ein zweimaliger Test in der Woche. Das Gesetz und die Verordnung enthalten wichtige Klarstellungen und Ausnahmen, Erleichterungen für geimpfte und für Corona-genesene Personen. Wir sind gut unterwegs, es ist hoffnungsvoll, das, was wir beschreiten für den Sommer. Lasst uns entschlossen so weitergehen. Ja, sagt Stefan Stracke für die Union hier als letzten Redner. Und er hat auch noch mal angesprochen, was hier mitberaten wird. In erster Beratung allerdings eine Änderung noch mal im Infektionsschutzgesetz, wo es unter anderem darum geht, dass neben Ärzten künftig auch Apotheker Nachtragungen im Impfpass vornehmen können und so weiter. Das wird aber erst mal überwiesen. Jetzt wird aber über die Verordnung, über die Lockerung für Geimpfte und Genesene abgestimmt. Mir liegen im Übrigen mehrere schriftliche Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Entsprechend unseren Regeln nehmen wir diese ins Protokoll auf. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29.397 der Verordnung der Bundesregierung auf Drucksache 29.257 zuzustimmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion angenommen. Ja, so schnell geht das dann in der Tat. Damit hat der Bundestag zumindest den Weg freigemacht für diese Verordnung.